willkommen, meine Damen und Herren, zu BSV Late Night, Sendung Nummer 84. Nicht in voller Runde, aber genau das ist das Stichwort. Voll heute, meine Damen und Herren, von den Browserfenstern, Mobilgeräten und TV-Geräten. Denn in der Bremenliga haben einige jetzt schon die Hosen voll gesehen auf den Tabellenstand. Und es grassiert ja auch ein ganz großer Magen-Darm-Virus gerade, sodass man nicht nur wegen dem Tabellenstand die Hose voll hat, sondern auch aus diversen anderen Gründen. Und warum meine Herren hier in der Sendung nicht die Hosen voll haben, werden sie erzählen. Freuen Sie sich drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und darf heute wieder begrüßen Herrn Armin Pallava, der das Thema mitgebracht hat. Überraschende Keller-Derbys. Ja. Genau, da spiele ich auf die Partien Brinkumer SV gegen OSC Bremerhaven und KSV Wartensport gegen Blumenthaler SV an. Brinkum Blumenthal, das sind ja Mannschaften, die erwartet man nicht im Keller. Aber es ist halt so, wenn die beiden Mannschaften nicht gewinnen, dann wird bei beiden, glaube ich, einiges voll sein. Genau, bei wem ist die Hose zurzeit voller? Ich glaube bei Brinkum, weil selbst bei Blumenthal, da wussten sie diese Saison, Übergangssaison mit den ganzen neuen Spielern. Beim Brinkum ist es ja so, du hast ja eigentlich noch einen Großteil der Meistermannschaft und das ist ja verwunderlich, warum die jetzt so spielen. Aber das hat er ja auch Uwe letzte Woche, fand ich, sehr gut analysiert. Genau, aber dafür sind wir hier auch Experten, um das noch besser darstellen zu können. Ich darf rechts neben mir Herrn Fritz Karaldo begrüßen, der mitgebracht hat, in der Ruhe liegt die Gefahr. Ja. Ja, bezieht sich eigentlich so auf die Tabellenspitze, vorrangig auf den BSV, natürlich auch auf den FC Oberneuland, aber ja, bezieht sich halt auch auf die letzten Wochen nach dem vermeintlichen Spitzenspiel, was der BSV 3-1 gewonnen hat beim FCO. Und jetzt gab es durch den Pokal und auch durch das Ligaspiel vorher, gerade beim BSV, zweimal KSV, war dann Sport, zweimal 6-0. Ja, scheint einfach so vor sich hin zu laufen, vor sich hin zu plätschern, aber... Aber nicht in die Hose. Nicht in die Hose, hoffe ich. Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Jetzt kommt für den BSV Aumund, ist auch keine Laufkundschaft, wie sagt man. Und ja, okay, ich nehme selber. Und für den FCO ist ja ähnlich. Jetzt gerade 10-0 gewonnen gegen Neustadt, BTS Neustadt, im Pokal und Neustadt kommt als nächstes wieder. So, und genau, da reden wir auf jeden Fall in der Vorschau, meine Damen und Herren, vor den Mobilgeräten, TV-Geräten und Browserfenstern. Wir wollen jetzt einmal auf den letzten Spieltag gucken mit Ihnen und den blenden wir einmal ein. Und das ist natürlich nicht der letzte Bremenliga-Spieltag, sondern es ist die letzte dritte Runde vom Lotto-Pokal, die Ergebnisse sind Bremershau gegen Wartan 6-0, Woltmershausen gegen Habenhausen 2-4 nach Elfmeterschießen, 1-1 nach 90 Minuten, Imsum gegen SFL Bremerhaven 1-3, FC Oberneuland gegen BTS Neustadt 10-0, VfL 07 gegen SC Borgfeld 2-3, ESC Geestemünde gegen Lehe 1-4, Union 60 gegen SAV 2-3 und ebenso gespielt hat Sebaldsbruck gegen Hemeling 1-1, 4-3 für Sebaldsbruck nach Elfmeterschießen. Da sind wir auch wieder. Bevor wir jetzt aber wirklich komplett in den Fußball einsteigen, meine Damen und Herren, möchten wir gerne auf eine Aktion aufmerksam machen. Sie sehen hier in der Mitte ein Schild, kein Platz für Rassismus und Gewalt, Fußballvereine gegen Rechts. Diese Aktion kommt aus Düren und nennt sich 4 Schrauben für Zivilcourage. Dort können sich Vereine anfragen für dieses Schild und das aufhängen und es wird dann publik gemacht. Genau, bisher haben über 1200 Vereine mitgemacht. Late Night ist kein Verein, darf trotzdem mitmachen, freut sich darüber, sagt vielen Dank nach Düren. Das Ganze bei der Aktion geht es einfach darum, das Miteinander und den Respekt im Fußball zu fördern, Gewalt und Rassismus von den Sportstätten und aus den Köpfen zu verbannen. Eine sehr gute Aktion, die auf jeden Fall unterstützenswert ist, wo wir hoffen, dass wir diverse Vereine vielleicht jetzt hier auch gerade im Bremer Umland ansprechen können. Holt euch dieses Schild, hängt es auf, macht ein Foto. Unser Foto reichen wir auf jeden Fall nach, wenn wir in voller Besetzung, da haben wir wieder das Stichwort von dieser Sendung, sind. Die Aktion hat 2008 den Julius Hirsch-Preis sogar vom DFB gewonnen. Es lohnt sich, gucken Sie rein auf Facebook, auf die Webseite Fußballvereine gegen Rechts, eine ganz tolle Aktion, wo BSV Late Night sagt, danke, dass wir mitmachen dürfen und unterstützen es zu 110%.
Und jetzt aber, Herr Caraldo, ja. Wollen Sie auch noch einen kurzen Satz dazu sagen? Ja, sehr gerne. Also wir machen natürlich sehr gerne mit und unterstützen das. Und wie Sie schon gesagt haben, also wir hoffen, dass einfach durch die Aktion, durch uns in Bremen jetzt einige Vereine oder auch andere Institutionen darauf aufmerksam werden und ja, einfach mitmachen. Genau. Meine Damen und Herren, jetzt aber zum letzten Spieltag. Fangen wir doch damit an, mit dem Spiel, was wir in der Woche schon davor hatten. Bremer SV gegen Wartern Sport. Genau das gleiche Ergebnis. Es war genau das gleiche Spiel. Ja. Es war ähnlich. Also vom Endstand, ja, konnte man schon Déjà-vu haben. Wartern hat auch teilweise schön mitgeholfen, wie in der Woche davor auch, dass das Ergebnis so zustande kam. Andererseits muss man sagen, der BSV war meiner Meinung nach gerade in der ersten Halbzeit, in den ersten 15 Minuten einfach wesentlich noch präsenter als in der Woche davor. Das sieht man ja auch 5. Minute 1-0, 10. Minute 2-0, 11. Minute 3-0. Da haben sie so ein bisschen nachgelassen. Wartern stand dann noch einfach noch kompakter, das Spiel war gelaufen. Und in der zweiten Halbzeit hat sich der BSV zu Beginn so ein bisschen schwer getan. Genau, das 4-0 war natürlich auch noch vor der Halbzeit von Jabaté. Das waren auch ja. Alle sehr sehenswerte Tore. Meinen Sie das, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, Herr Pallava, meinen Sie das mit der NRU, liegt die Gefahr, dass man nach so einem 3-0 dann einfach aufhört? In dem Spiel direkt nicht, würde ich sagen, weil sie hatten alles im Griff. Also gerade Wartan, die ja in der Woche vorher noch gesagt haben, ja, Pokal ist halt irgendwas anderes, da wollen wir anders auftreten, das Ergebnis anders gestalten und so, aber es war dahingehend eigentlich ähnlich. Also ich habe nicht viel Gegenwehr gesehen von Wartan, das werden die Spieler auch gespürt haben, deswegen in der zweiten Halbzeit auch so ein bisschen das Nachlassen, was glaube ich auch beim Trainer Ralf Vogt so ein bisschen verständlicherweise zu Unmut geführt hat, weil er auch immer möchte, dass sie wirklich über 90 Minuten immer präsent sind und die Einstellung stimmt. Aber so vom Spiel selber her würde ich sagen, nein. Es bezieht sich eher darauf, jetzt zwei solche Spiele gehabt zu haben und wenn dann mehr Gegenwehr kommt. Also zu Wartan selber, wir haben ja in den Sendungen vorher gesagt, wir haben sie gesehen und auch bei Niederlagen haben sie uns sehr gut gefallen. Aber hier muss ich ganz klar sagen, also eine richtige Torchance habe ich nicht gesehen. Und sie haben auch fast in allen Mannschaftsteilen dem BSV den Platz quasi überlassen. Also ja, ich glaube, in der ersten Halbzeit gab es eine Ecke für Wartan und in der zweiten Halbzeit musste, glaube ich, Malte Seemann einmal einen Abschluss machen. Das ja. War auch schon fast alles, was von ja. Wartan nach vorne ging. Wo ist jetzt die Gefahr für den Bremer SV? Oder nehmen wir gleich das andere Spiel noch mit da hinzu. FC Oberneuland gegen BTS Neustadt 10-0. Dass es ja nochmal ein ganzes Stück deutlicher ist als das 6-0 vom BSV gegen Wartan. Vier Tore mehr, ja. Ja, vier Tore mehr. Und da ist halt die Frage, bei Oberneuland ist halt, glaube ich, jetzt die Gefahr noch viel größer, weil die jetzt halt am nächsten Wochenende, die haben den gleichen Gegner. Und dass die Spieler dann auch wirklich auf den Punkt konzentriert sind. Aber bedeutet das, wenn man das jetzt so vergleicht und Sie sagen, der Bremer SV hat bei diesem 6-0 dann irgendwann aufgehört zu spielen, was auch Herr Vogt oder nicht aufgehört? Dass FC Oberneuland das dann cleverer macht, ausgebuffter, weil sie dann 10-0 gewinnen? Gegen Wartan hat Oberneuland ja auch in Anführungsstrichen nur 7-0 gewonnen, ein Tor mehr, und Wartan hatte gerade zwei Tage vorher das Spiel gegen Hastedt und ist dann... Ja, aber ich meine jetzt auch das BTS-Spiel bezogen. Kann man überhaupt, oder sind das einfach nur dann so Floskeln von so Experten, die einfach über irgendwas reden müssen? Nee, also gegen Neustadt, muss man einfach mal sagen, hat der FC Oberneuland sein Spiel einfach ja konsequenter zu Ende gespielt. Bringt ihn trotzdem nichts, weil sie momentan dann immer noch 3 Punkte hinter dem BSV sind und dann können sie noch so viele Tore schießen, wie sie wollen. Im Pokal, ja. Aber Pokal bringt sowieso nichts für die Liga. Genau, Pokal bringt sowieso nichts für die Liga. Man kann halt schon sagen, beim BSV, wie gesagt, gerade zweite Halbzeit, so die ersten 20, 25 Minuten, waren eher so Einzelaktionen. Und das war halt nicht so zielführend wie in der ersten Halbzeit. Gerade in der ersten Viertelstunde, wo einfach dieses Zusammenspiel wunderbar gepasst hat. Mhm. Aber das sollten wir jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren, weil der BSV ist eine Runde weiter. Das ist alles, was meine Damen und Herren, dafür sind wir natürlich da, um da rein zu interpretieren. Und wir können auf jeden Fall nicht nur interpretieren, sondern wir können eine Szene nachstellen, denn es gab ein besonderes Tor. Herr Caraldo, erzählen Sie doch mal was dazu. Ja, Sie spielen sicherlich darauf an, dass Dodo Grogemann wieder eine Aktion gestartet hat und ist von hinten raus gelaufen. Wobei, er hat diesmal ist nicht durchgelaufen. Wie macht man das am besten? Erzählen Sie einfach, ich baue auf. Ja, Sie stellen es einfach nach. Diesmal ist er nicht durchgelaufen, sondern hat ausgefühlt, ich glaube, es waren sogar 35 Meter, hat er abgezogen. Der Ball sah so aus, als würde er Richtung oder auf die Hochstraße fliegen, nahm eine unglaubliche Kurve
und knallte gegen die Latte. Genau. Wo alle schon sagten, oh Gott, geil. Meine Damen und Herren, wir stellen es einmal nach. Und zwar... Das ist Krogemann. Ist natürlich blau-weiß Krogemann. Wir konnten leider keinen Wartanspieler auftreiben, jedenfalls im Original-Trikot, was ja, wir rot sehr ist schick ja finden. Ja. Aber rot passt ja auch. Und wenn Sie das jetzt einmal nachstellen wollen... Würde ich sagen, Wartan übernimmt mal Herr ja Pallava. Genau, Sie sind dann aus... Sagen wir, das sind 30, 35 Meter. Ja, ich hätte ja genau von hier so, ne? Also ja, ist das klar, aber da nicht in der Kamera drin. Ja, und dann, genau, dann zieht Dodo ab. Ja. Der Ball scheint hoch rüber zu gehen. Ja. Hier ist die Hochstraße, die gesagte. Ja. 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 Und der Ball nimmt plötzlich eine Flugkurve, die ziemlich unglaublich war. Der fiel fast in der Luft auf einmal. Ja. Fiel wie ein Stein runter ja und knallte gegen die Latte. Und alle Zuschauer, muss ich sagen, haben natürlich das übliche und hatten die Situation aber schon quasi raus aus den Köpfen. Ja. Wir haben abgeschaltet und der Ball sprang wieder zurück. Und wir dachten, der Wartan-Abwehrspieler Isaac, ehemaliger BSV-Spieler, würde klären. Hat es wohl auch versucht mit dem Kopf und hat ihn dann ins Tor gefordert. Also sehr unglücklich, tun wir auch leid für Isaac. Ja. Wirklich trotz der 6-0. Wieder ein ganz gutes Spiel gemacht. Ich denke mal, das ist schon eine Bank für kommen wir gleich noch zu. Ne? Aus den Köpfen, meine Damen und Herren, da müssen wir natürlich, das müssen wir jetzt einmal aufnehmen aus den Köpfen und das ist beim Bremer SV natürlich und bei Wartan, ich glaube, war nicht das Recht, auf jeden Fall aus den Köpfen muss einfach nur Rassismus und Gewalt. Ja. Aber Herr Pallava, dann war er drinne und es waren einfach alle überrascht, weil damit hatte da jetzt keiner gerechnet, weil es war weit und breit kein BSV-Spieler. Also er hätte den Ball ganz in Ruhe auch einfach annehmen können oder wahrscheinlich wollte er den Ball zum Torwart zurückköpfen. Aber da sieht man halt, das klappt dann noch nicht alles so. Es ist halt auch wieder BSV eine neu zusammengestellte Mannschaft, vor allem die noch um einiges kürzer erst wieder zusammenspielt. Ja. Gut, was man aber noch sagen muss, wir haben das jetzt so nachgestellt und es ist natürlich ärgerlich, für Isaac in dem Fall, aber was ich so mitgekriegt habe bei uns auf unserer Seite, alle waren jetzt, also war keine Schadenfreude zu spüren, war sogar ein bisschen, fand ich schon ein bisschen Mitleid da, dass, ja, dass das so blöd gelaufen ist. Eher so die Anerkennung für diesen tollen Schuss von Krogemann vorher. Ja. Und dann das 6-0, um es eben kurz das letzte Tor noch abzuholen von Marcel Lück, das war einfach eine sehr schöne Solo-Aktion. Marcel Lück wurde halt zur Halbzeit eingewechselt und hat gezeigt, dass er nicht nur die wichtigen Tore machen kann, sondern dann halt auch die unwichtigen. Auch, ja, das ist sehr gut, meine Damen und Herren. Dafür ist BSV Weltnet da, um solche Statements einfach rauszuhauen. Wir wollen natürlich auch auf die anderen Spiele gucken, die in der dritten Runde waren. Zum Beispiel hat Habenhausen ja Elfmeterschießen gebraucht. 4-2 in Wolkmershausen gebraucht. Ja, Habenhausen hat mal vor den Sack nicht dicht gemacht. Da hatten sie genug Chancen zu. Und dann hat halt Wolkmershausen kurz vor Ende einen Ausgleich gemacht und ja gut, aber Habenhausen hatte einen glänzenden Torhüter, der hat, glaube ich, 3 Bälle gehalten und ist dadurch jetzt eine Runde weiter. Wie gesagt, hätten sie sich einfach machen können den Tag. SFL 3-1 bei Imsum. Schade, dass Imsum draußen ist. Sehr schade. Meine Damen und Herren, der Schlag feiert immer noch das Bremerhaven-Spiel, deswegen ist er unter anderem heute nicht hier und nicht, weil er volle Hosen hat. Aber eigentlich sind beide als Sieger rausgegangen. Ja, irgendwie schon. Also jeder hatte gedacht, das geht klarer aus. Und Imsum hat ganz gut mitgehalten. Ein bisschen schade. Also wir haben ja in der letzten Sendung schon gesagt, dass wir uns wünschen, Imsum bleibt mal länger dabei. Aber letztendlich hat es SFL dann... Ja, aber auch verdient gewuppt nach Hause. Natürlich. Ja, ist halt Bremen-Ligist. Ja. Und da musst du beim Bezirksligisten gewinnen. Genau. Bremen-Ligist Borgfeld, da haben wir in der letzten Sendung darüber geredet, die wir wunderbar aussehen, auch im Rückblick immer noch fanden. Die gewinnen nur 3-2 beim VfL, aber ich entsinne mich... Ja. Bei allen Tipps, die hier abgegeben wurden von Ihnen als Experte, wurde das Ergebnis sehr hoch eingeschätzt. Der Einzige, der gesagt hat, es wird ein ganz knappes Spiel. Ja, das war natürlich der Trainer. Ja, ist natürlich da in dem Moment auch mehr Experte. Ne? Also ist ja näher dran. 2-0 geführt. Und ganz wenn genau. Ich jetzt richtig. Ja. Ganz genau, es war wirklich schwieriger. Und er hatte hier ja auch gesagt, dass er das wirklich als schwierig einstuft, ganz klar, weil der VfL einfach auch eine Mannschaft ist oder ein Team ist, was wieder nach oben möchte. Und ich persönlich hatte an dem Tag gedacht, so wie Borgfeld gerade drauf ist, dass es einfacher werden würde. Aber na gut, sie haben es jetzt auch so geschafft. Mhm. Lehe gewinnt 4-1 beim anderen Bremerhavener Derby. Da hatte ich mich die ganze Zeit gefragt,
woran entscheidet sich Herr Schlag, wo er hingehen soll, aber es war ja auch zu unterschiedlich. Warte, 4-1. 4-1, was sich nur anhört, als es. Genau, war. Weil Lea hatte 3-0 geführt, dann gab es das 3-1 noch vor der Halbzeit und dann musste Lea eigentlich zittern. In der zweiten Halbzeit kam nicht viel von Lea irgendwie und dann in der 83. Minute hat natürlich ja Niklas das 4-1 gemacht und das war dann. Das war es dann für Gießen. Aber es war ein richtig gutes, war ein richtig, richtig gutes Derby. Aber da möchte ich ganz gerne das anmerken, weil Sie das Expertentum jetzt immer so betonen. Also da war es ja so, dass wir uns ja einig waren. Also ich und Uwe das letzte Mal, weil wir die Einzigen waren, die gesagt haben, Lea wird es schaffen. Und das möchte ich jetzt einfach nochmal hier ist ja auch gesagt haben. Die Frage ist bei ESC, die man ja am Anfang auch in der Premierliga ja nicht überraschend so weiter, und man wusste ja eigentlich, wie stark sie sind nach der starken Rückrunde in der stark Premierliga, dass sie nicht die Hosen voll haben. Jetzt habe ich aber wirklich mal alles gegeben. Stimmt. Genau. Aber jetzt bauen sie doch langsam ab. Nee, das glaube ich nicht. Das ist einfach, das war halt ein richtiges Derby. Und ESC hatte einfach nicht so viel Glück wie Lea. Lea hat einfach aus den wenigen Chancen, die sie hatten, haben sie ein Tor gemacht. Der ESC hat einiges liegen lassen. Und es hat ja auch einen Grund, dass Lea vor 200 Pokal gewonnen hat. Wollte ich gerade sagen. Das ist genau der Punkt, an dem ich anknüpfen möchte. Lea und der Pokal. Lea kann halt Pokal. Also, die können aber auch Liga. Also nur ja. Diese Fünfter in der Liga. Aber sie sind halt sehr motiviert im Pokal und ich glaube, die wollen wieder was. Union 60 wollte auch was, verliert nur knapp gegen SAV mit 2-3. Ja, SAV sah eigentlich schon nach einem sicheren Sieger aus. 3-0 geführt, dann macht Union das Tor und auf einmal schwimmt die SAV. Ich vermute, sie haben dann nach der 3-0-Führung irgendwie gedacht, gutes Spiel ist durch. War es halt nicht. Union, Landesligist darf man halt auch nicht unterschätzen. Also lag da auch in der Ruhe die Gefahr? Ja, in dem Spiel auf jeden Fall. Also wir haben gedacht, sie haben es durch als Bremligist auch. Aber das hätte auch schief gehen können. Ist es ja nicht. Sebersbrück, und das ist schief gegangen für Himmelingen. Himmelingen als Favorit auf jeden Fall rein. Außerdem Himmelingen, meine Damen und Herren, für den Browserfenster und mobilen TV-Geräten. Eines der geilsten Trikots. Ja. Komplett hier in Bremen, muss man einfach mal sagen. Ja. Hammer. Verliert 4-3 nach Elfmeterschießen, 1-1. Ja, und vor allem, es fing ja super für Himmelingen an. 1-0, vierte Minute, Filmi Lebe, den wir noch letztes Jahr noch aus der Bremenliga kennen. Und Himmelingen hat eigentlich die ganze Zeit das Spiel gemacht. Sebersbrück hatte nicht viele Chancen. Dann kurz vor Ende 1-1, dann war sie auch auf einmal nur noch zu 10, weil, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, der Spieler, der ausgewechselt wurde, hat sich so viel Zeit gelassen, dass er die zweite gelbe Karte kassiert hat. Das ist auch schon eine Leistung. So. Himmelingen hätte auch noch eigentlich das 2-1 machen können, haben sie halt nicht geschafft. Und ja, dann kannst du halt auch gegen den Underdog im Pokal verlieren. Mich freut es für Sebersbrück, dass zumindest dass wir ein Überraschungsteam in der Achtelfinale haben. Viertelfinale. Genau, wir hatten ja in der letzten Runde auch gesagt, nie war es so einfach, so weit zu kommen im Lotto-Pokal für so gut wie alle Mannschaften, außer für Blumenthal, FC Oberneuland, Bremer SV und Brinkumer SV, ja. Weil die Konstellation der Auslosung halt so einfach war und dann kann man sich so richtig jetzt in den Hintern beißen bei Himmelingen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist genau der Punkt. Wenn sie jetzt noch weitergekommen wären, hätten sie auf jeden Fall ein Heimspiel gehabt. Ja, genau. Und das ist genau der Punkt. Also da haben sie eine Chance vertan. Mhm. Genau. Nächste Runde wird ausgelost am 11. Oktober. Werden wir also in 2 Wochen wahrscheinlich kurz darüber berichten, wer gegen wen spielt. Und wahrscheinlich wie in den letzten Jahren ist dann ab da auch schon der Pfad bis zum Finale klar. Mhm. Ja. Genau, meine Damen und Herren, wer dann die Hose voll hat, werden wir dann auf jeden Fall drüber berichten. Jetzt wollen wir doch einmal uns nochmal auf die Stark-Bremenliga auf das kommende Wochenende einstimmen und werden uns die Tabelle einmal ansehen. Ja, erstes Moment, der Bremer SV mit 24 Punkten, genau die gleiche Tordifferenz wie Oberneuland, aber 3 Punkte mehr, Oberneuland 21, dann SFL, dann kommt die große Bremerhavener Clique und ich bin wirklich traurig, dass Herr Schlag nicht hier ist, dem würde das Herz aufgehen. 18 Punkte, oder die Hose voll, sagt man, weiß es nicht, 18 Punkte SFL, 16 Punkte ESC, 13 Punkte Lea auf Platz 6, dann TuS Schwachhausen mit 12, Werder Bremen mit 11 und auf Platz 8 SAV mit 10 Punkten. Dann blenden wir auf die zweite Hälfte. Hastedt rappelt sich zurecht. Ebenfalls 10 Punkte. Borgfeld mit 9. Dann haben Hausen 9, Brinkum 8, Wartan 6, OSC 5, Blumenthal 5 und letzter ist Neustadt. So, und jetzt muss ich noch eine Sache, während die Kamera wieder auf mich überblendet, vielen Dank. Muss ich eine Sache natürlich noch loswerden.
Meine Damen und Herren, Sie kennen genau diese Zeitverschiebungsproblematiken, die es beim BSV Late Night gibt. Wir nehmen Montag auf, senden aber live, so dass Sie am Donnerstag das im Internet sehen. Das bedeutet, es wird das Nachholspiel ist nicht in unserer Tabelle drin. Dabei ist es in Ihrer Zeit auf jeden Fall eigentlich schon in der Tabelle drin. Und es ist kein Nachholspiel, es ist ein Vorholspiel, so sagt man das, glaube ich. Vom 12. Spieltag, Tuschbachhausen gegen SC Borgfeld, was am gestern, also für Sie gestern, für uns halt in der Zukunft stattgefunden hat. Es ist auf jeden Fall alles nicht so einfach. Wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist. Wir tippen es trotzdem, oder? Wir tippen es trotzdem und dann können Sie ja sehen, wer hier der richtige Experte ist. Aber jetzt wollen wir natürlich auch auf den nächsten Spieltag gucken mit Ihnen. Und bevor wir das einblenden, möchten wir doch noch eine andere Sache loswerden. Und zwar, dafür muss ich mich einmal hinter mich beugen und so ein bisschen rumkramen. Man glaubt es kaum, man muss es einfach sagen, als Werbung für die Bremenliga. In der Kicker-Zeitung von letzter Woche Donnerstag, sage ich einfach. Ich kann auch mal eben kurz gucken. Vorletzte Woche Donnerstag. Ich sage es Ihnen auch, genau, 77. Mhm. Nummer 77. Ist der Bremer SV. Eine komplette Seite über den Bremer SV und beziehungsweise nicht nur über den Bremer SV, sondern über den Trainer Ralf Vogt, über seine Vergangenheit. Ganz kurz über den Bremer SV. Es geht eigentlich mehr über seine Vergangenheit. Mein lieber Kicker, liebe Kollegen von Kicker, mal lieber in die Zukunft schauen und dann mehr Seiten über den Bremer SV bringen. Denn so bringen wir hier auch den Fußball in Bremen voran. Kaufen sich, ist total gut, die Geschichte. Ja, es lohnt sich, weil man lernt auch ein bisschen mehr über Ralf Vogt und seinen Werdegang kennen. Genau, auch wenn wir alles schon wissen, aber Sie ja zu Hause eventuell ja noch nicht. Genau, und jetzt wollen wir, bevor wir den nächsten Spieltag einblenden, einmal ganz kurz drüber reden. Tuschbachhausen gegen SC Borgfeld geht wie aus? 2-2. Ich sag 2-3. Genau, Sie wissen es auf jeden Fall genau zu diesem Zeitpunkt schon besser als wir und deswegen endlich darf unsere Assistentin in die Sendung eingreifen und ich bitte Sie, den nächsten Spieltag vorzulesen. Alexa, Frage Late Night nach dem nächsten Spieltag. Die Spiele vom 9. Spieltag. Am Freitag, den 5. Oktober um 19.30 Uhr spielt FC Oberneuland gegen BTS Neustadt. Ebenso spielt Brinkumer Sportverein von 1924 gegen OSC Bremerhaven. Am Samstag, den 6. Oktober um 13 Uhr spielt den 13-fache Bremer Meister Bremer SV gegen SG Aumund Fegesack. Am Sonntag, den 7. Oktober um 15 Uhr spielt KSV Wattansport gegen Blumenthaler SV. Ebenso spielt SC Borgfeld gegen LeaTS. Und es spielt SFL Bremerhaven gegen BSC Hastedt. Um 15.30 Uhr spielt Habenhauser FV gegen ESC Gießdemünde. Am Dienstag, den 20. November um 19 Uhr spielt Werder Bremen 3 gegen Turn- und Sportverein Schwachhausen von 1883. Ja, meine Damen und Herren, da blenden wir doch wieder sofort auf uns rüber. Und genau, da wollen wir uns diese Spiele doch einmal angucken. Um was es denn da genau geht. Wir haben es vorhin schon thematisiert, am Freitag spielt der FCO schon wieder gegen Neustadt. In der Ruhe liegt die Gefahr, aber jetzt nicht wirklich. Ich meinte es eigentlich auch gar nicht auf das Spiel bezogen. Das ist eher für mich so diese Geschichte für den FCO so ähnlich wie für den BSV gegen Wartung. Jetzt zweimal gegen Neustadt für den FCO bedeutet eigentlich nur, es wird jetzt wahrscheinlich nicht nochmal ein 10-0 geben, aber ich gehe nicht davon aus, dass sie irgendwie Probleme kriegen werden. Also für den FCO bedeutet es einfach, in der Ruhe liegt die Gefahr für die Spiele, die danach kommen. Ich weiß zwar gerade den Spielplan nicht, aber da werden sicherlich noch einige Klopper kommen. Aber bezogen auf dieses Spiel, glaube ich, das wird jetzt nicht unbedingt wieder so ein 10-0, wie gesagt, aber es wird eine klare Angelegenheit. Alexa, Frage Late Night. Was sagst du zu Herrn Caraldos Aussage? Sorry, ich war gerade eingeschlafen. Wie war die Frage? Ja, meine Damen und Herren, da sehen wir, ja, genau, warum wir die Assistentin heute nicht so häufig reinbinden. Aber Herr Pallava, Neustadt. Das hat ja alles schon gut gestartet, dachte man ja zumindest in dem Sieg gegen Werder. Aber wie geht man da jetzt ran? Also 10-0 gerade verloren, also wenn man jetzt mal wirklich Butter bei den Fische, Füße auf dem Boden, also
Was machst du? Ja, was machst du? Kannst du eigentlich nicht viel machen. Musst spielen. Ja, musst du spielen und musst den Spielern vorsagen. Nee, musst du nicht gewinnen, aber ich meine, realistischerweise können die sich eigentlich keinen Punkt dort ausrechnen. Das heißt einfach nur, zeigt einfach am Freitag, dass ihr Fußball spielen könnt. Ja. Und ich glaube halt auch wie Caraldo, dass ein 10-0 wird es nicht, aber Oberlaland wird das sicher irgendwie 5-0 nach Hause fahren oder so. Ja, da fragen wir doch nochmal, Alexa, Frage Late Night, was ist deine Meinung? Puh, ich halte es wie ein guter Vorstand und sage, nix. Ja, okay, wunderbar. Also unsere Assistentin ist auf jeden Fall heute zu Späßchen bereit. Brinkum spielt ebenfalls um 19.30 Uhr am Freitag gegen OSC. Herr Palaba, Entschuldigung, Herr Karel, ich muss ihn nochmal rannehmen, weil das Ihr Thema war, überraschende Keller-Derbys. Ja, also da geht es ja mindestens 6 Punkte. Ja, also wenn Brinkum dort nicht gewinnt, dann ist da auf jeden Fall keiner mehr zu Späßen aufgelegt. Da ist die Hose voll. Da ist die Hose voll, aber auch für den OSC geht es natürlich. Der OSC, und das wird Ihnen Björn Böning auch sicherlich bewusst machen, dass sie realistische Chancen in Brinkum haben, weil Brinkum momentan einfach nicht so gut drauf ist. Und das, der OSC wird sicherlich zu versuchen, mindestens einen Punkt zu holen. Und sie haben auch ein paar Offensivleute, die auch immer mal für ein Tor gut sind. Und wie gesagt, Brinkum in der aktuellen Verfassung finde ich schwer. Also ich vermute, es wird ein 2-2 und das bringt keinen was. Doch jeweils ein Punkt, ne? Ja, aber du willst ja die 3 Punkte, um dich ein bisschen klar, von den beiden roten Plätzen abzusetzen. Herr Karel, versuchen Sie sich einmal bitte in den Schlag reinzuversetzen. Ja, geht. Sie haben nicht so ein schönes Hemd an, aber auch trotzdem schöner Pulli. Aber OSC, es tut uns leid, Freunde aus Brinkum, aber warum gewinnt der OSC das Spiel? Ja, weil sie einfach einen Lauf haben. Also ich wollte, also super, dass Sie das ansprechen. Also ich bin nämlich gerade auf dem Trip, dass ich denke, OSC wird 2-1 gewinnen. Warum? Ja, weil sie einen Lauf haben, weil sie gemerkt haben, dass sie die Spieler, die jetzt neu dazugekommen sind, integrieren können oder integriert haben sogar. Und weil Brinkum einfach auch eine schlechte Phase hat, immer noch. Und ich glaube daran, dass es nicht nur ein Unentschieden wird, sondern der OSC wird gewinnen. Also dann wird es aber Brinkum Konsequenzen geben müssen, glaube ich. Weil, dafür bin ich jetzt nicht verantwortlich. Für den Tipp. Dafür ist keiner von uns verantwortlich, aber das geht ja nicht. Also, dass du als Meister dann so weit unten rumkrebst, wie gesagt, gleiche Mannschaft, also größtenteils gleiche Mannschaft, mehr oder weniger gleiches Umfeld, dann muss da irgendwas kaputt sein. Ja, hatten wir in der letzten Sendung auch mit Gast drüber geredet. Dann nehme ich auch gleich das Spiel nochmal hinzu. Am Sonntag um 15 Uhr Wartan gegen Blumenthal nehmen wir auch gleich dazu, weil das ja auch das Keller-Derby ist. Da geht es auch mindestens um 12 Punkte. Also nein, es ist ein 6-Punkte-Spiel auf jeden Fall. Auch wer da gewinnt. Also es ist fast das Gleiche, außer dass ich halt die Situation im Blumenthal momentan noch nicht ganz so brenzlig sehe, auch wenn sie weniger Punkte als Brinkum haben. Sehen Sie es brenzliger im Blumenthal? Also wenn man es im Blumenthal jetzt sieht, kann ich sagen, wir hatten das ja am Anfang schon, dass man immer noch das Gefühl hat, ja, Blumenthal ist im Umbruch, ich sehe es eigentlich genauso brenzlig. Klar, der Bremer Meister ist unten und so weiter, jeder sagt, die kommen da wieder raus und es läuft nicht. Aber für Blumenthal sind Vorletzter gerade. Und wenn die in diese berühmte Abwärtsspirale reinkommen, dann ist es genauso brenzlig. Also nehmen wir jetzt nur mal einfach an, Wartan gewinnt das Spiel, hat dann 9 Punkte. Blumenthal bleibt bei 5. Dann nehmen wir mal an, OSC gewinnt auch, hat 8. Ja. Dann sind es 3 Punkte, sehr schlechte Tordifferenz bei Blumenthal. Ja. Also woher holen Sie Ihre positive Einstellung, außer dass es die richtig geile Wurst im Blumenthal gibt und den geilen Glühwein? Woher holen Sie sich die? Ich glaube einfach noch, Blumenthal ist halt in meiner romantisch überklärten Vorstellung noch immer der Verein von vor ein paar Jahren. Aber könnte genau das Problem sein, dass das einfach in den Köpfen ist? Natürlich, aber... Ich glaube immer noch, im Blumenthal werden sie bis zum Winter warten und im Winter einige Veränderungen durchführen. Weil, was bringt es denn jetzt? Also momentan kriegst du eh kaum neue Spieler. Das heißt, das Einzige, was du ändern kannst, ist der Trainer. Sie waren sich aber bewusst, welchen Weg sie gehen, mit welcher Mannschaft sie den Weg gehen.
Und ich denke, dass sie zumindest ein bisschen Winter warten werden und dann im Winter vielleicht nochmal auf dem Spielermarkt zu schlagen und sich halt in der Bremenliga, nach dem, was man hört, gibt es mehr als genug unzufriedene Spieler in einigen Vereinen, die eventuell dann bereit sind, auch einfach nach Blumenthal zu gehen. Meine Damen und Herren, BSV Late Night wäre nicht BSV Late Night, wenn ich nicht diese Frage hier stellen würde. Und da möchte ich jetzt gerne eine offene und ehrliche Antwort von den beiden haben. Bei wem wird denn der Trainer eher entlassen? In Brinkum oder in Blumenthal? Oh, das ist jetzt auch... Brinkum. Sehr gut. Ich werde gefragt. Er antwortet Brinkum. Okay. Aber ist schon ganz schön. Ja, also die Frage. Ja, aber ich meine, im letzten Jahr Brinkum war Dritter oder Vierter und wurde auch der Trainer entlassen, weil es zwischen Trainer und Mannschaft nicht passte. Und wie gesagt, ich stecke in Brinkum nicht drin. Aber irgendwo knatscht es dort. Muss es. Weil sonst kann man sich nicht erklären, dass die Mannschaft diese Saison so eine schlechte Leistung liefert. Aber also kann man das von Blumenthal... Also bei Blumenthal, es ist, wie gesagt, es sind extrem viele junge Spieler. Sie haben mehrfach massig Chancen versiebt. Das ist einfach diese Unerfahrenheit. Das hatte Uwe letzte Woche auch wunderbar gesagt. Und wie gesagt, ich glaube, dass Blumenthal im Winter handeln wird. Und die müssen sich im Winter fünf erfahrene Leute... Ich muss das jetzt einfach mal loswerden. Mhm. Romantik gewinnt keine Spiele. So, das stimmt. Ja, und aber, wir wissen zwar, wenn die Hinserie total noch schlechter läuft, als sie sowieso schon läuft für Blumenthal, dann gibt es in der Rückserie immer noch eine Chance in der Bremenliga. Da haben wir einige Beispiele schon gesehen. Aber ich sag nochmal, also natürlich, wenn die nicht aufpassen, dafür trinke ich jetzt mal. Romantik gewinnt keine Spiele, allerdings nach einem 9-0 als tabellenführenden Trainer zu entlassen, wirst du auch nicht Meister. Das hervorholen. Aber wissen Sie was Neues über Ralf Vogt? Nee. Jetzt geht's. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Wie gesagt, der Verein hat ja nicht 9-0 gewonnen, also stellt sich die Trainerfrage nicht. Aber um jetzt mal ernsthaft zu sein, also Sie haben es ja gerade genau gesagt, ESC geht's zumindest letzte Saison. Perfektes Beispiel. Ja, aber kann man das jedes Mal wiederholen? Früher Grollern. Nee, Blumenthal würde es ja das erste Mal machen. Wollte ich gerade sagen. Wie gesagt, du holst dir sonst im Winter einfach 4-5 erfahrene Leute. Es gibt bei Bremenligisten gibt es so viele Spieler, die unzufrieden sind, weil sie diese Saison nicht die Spielzeiten kriegen, die Erfahrung haben, die schon 4-5 Jahre Bremenliga auf gutem Niveau gespielt haben. Warum sagt man nicht einfach als Blumenthal SV? Da fragen wir an. Nein, ich will jetzt keine Namen nennen. Ja, da wollte ich gerade nachfragen, meine Damen und Herren, damit Sie zu Hause Bescheid wissen. Wir wissen auf jeden Fall aus sicheren Quellen von diversen Vereinen, dass diverse Namen herumkursieren. Aber wir wollen uns natürlich nicht ganz in den Boulevard verabschieden, sondern nur dran kratzen, damit Sie das nächste Mal halt auch weiter gucken bei BSV Late Night. Denn in der nächsten Sendung sagen wir alle Namen und auch die Vereine. Ich will doch nochmal eben kurz drauf. Bei Watern war ganz klar, eigentlich spielen sie unten mit und es war in dem Sinne, was Cengiz Chad hier ja auch vorher gesagt hat und dann war man eher überrascht, wie gut man gestartet ist. Jetzt spielen sie da, wo sie jeder hinschätzt. Jetzt müssen sie eigentlich, jetzt kriegen sie die Gegner, gegen die sie gewinnen müssen. Ja, jetzt. Was man vorher nicht gesagt hat, aber jetzt müssen sie es. Ja. Jetzt ist der Druck da. Ja. Jetzt ist dann doch mal Druck da. Bisher war es so, dass immer alle Verantwortlichen bei Watern versucht haben, den Druck rauszunehmen. Also wir spielen gegen den Abstieg, wir können nichts holen gegen Bremer SV und so weiter. Oder wenn Spiele verloren gegangen sind, dann war es halt unglücklich. Mal gucken, wir wollen uns erstmal wieder etablieren und so weiter. Aber jetzt wird der Druck da sein. Ansonsten ist da irgendwann rausgeduscht. Ja, ist dann aus die Maus, klar. Genau. Ende Gelände auf jeden Fall. Ende Gelände auf jeden Fall. Mein Name ist der von den Brausefans, Mobilgeräten und TV-Geräten. Sie merken, BSV Late Night hat Spaß an der Bremenliga. Ich hoffe, Sie haben Spaß mit uns. Wollen jetzt aber auch noch einmal gucken auf Samstag 13 Uhr Bremer SV gegen SAV. Wenn man das jetzt im Vergleich sieht, FCO spielt gegen BTS, gibt es ein leichteres Spiel? Ja. Der FCO hat das leichtere Spiel, weil, wie gesagt, ich glaube, dass Neustadt immer noch leicht angeknackst in das Spiel gehen wird. Die werden halt versuchen, das gut über die Bühne zu bringen. Die wissen, es hat 90 Minuten und da gibt es dann halt früher oder später das Tor. Aber SAV ist halt diese Saison so ein bisschen das, was Werder früher war. Zu Beginn war SAV wirklich die Wundertüte. Das ist ja ein Dreifacher, würde ich ja mal sagen. Ja, aber also ist mir ausgerutscht. Und jetzt ist halt ein bisschen Sand. Ja, das war schon vorgegriffen. Jetzt auch im Pokal, jetzt ja nicht sonderlich
jetzt auch nicht so souverän durchgesetzt gegen Union, aber immerhin weiter. Und sowas kann halt die Mannschaft nach vorne bringen. Und es, also SAV ist auf jeden Fall der gefährliche Gegner, weil die einfach wesentlich mehr Potenzial haben ohne Neustadt jetzt. Aber SAV kann halt Sachen spielerisch lösen. Letzte Saison das Rückspiel, das 3-3 bei der SAV. Gut, das war auch ein anderer BSV. Aber das ist halt... BSV Lennart, die Sportsendung und soll nicht heißen, die saufen ja auch nur, wir sind trotzdem eine Sportsendung und können uns trotzdem drüber unterhalten, denn wir müssen ja nicht mitspielen. Nee, aber das ist ja auch das Gute. Aber wenn man jetzt SAV, um wieder ernsthaft zu werden, auf das Thema halt guckt, wir haben SAV vor der Saison mal wieder als Geheimfavoriten gehandelt. Ja, ich kann mich daran erinnern, in jeder Saison hieß es, worüber haben wir da geredet? Aber jetzt ist SAV auf Platz 8, ganz Geheimfavorit sind sie jetzt nun nicht mehr. Aber wie schwer wird es? Also es wird auf jeden Fall schwerer, als weil der Vergleich eben da war, als das Spiel FCO oder für den FCO gegen BTS Neustadt. FCO aber hat sich bei SAV ja auch sehr schwer getan. Sehr schwer getan, das wollte ich gerade darauf hinaus, ein 2-0 Arbeitssieg. Aber es ist schon so, dass ich glaube, in der momentanen Verfassung wird die SAV keine Chance haben gegen den Bremer SV. Und es wird zwar schwer, aber es, ja, man muss jetzt einfach auch mal... Den Druck wieder auf den Kessel bringen, so, und der BSV wird es aber machen. Aber SAV, generell unangenehmer Gegner, sie hatten, ist ja auch gerade gesagt, in der letzten Runde, es war ein anderer Bremer SV, das war ein Top-Spiel, ein super Spiel, super spannend. Die Gefahr des Ausrutschens sehen sie aber nicht. Sondern sie tippen. Nee, also die Gefahr des Ausrutschens hast du bei jedem Spiel. Das sagt dir auch Ralf Vogt immer, du musst jedes Spiel voll konzentriert rangehen. Du hast das Spiel. Der nächste Gegner ist der schwerste Gegner. Nee, das hat er, glaube ich, nicht gesagt. Aber gemeint. Genau. Ich glaube, der BSV wird es aber dennoch 3-1 gewinnen. Aber es kostet halt mehr Kraft und vor allem auch mehr Geduld. Was ist Ihr Tipp? In der Ruhe liegt die Gefahr, Herr Karajo. SAV gegen Bremer SV 0-4. Also 4-0 für Bremer SV, weil der spielt zu Hause. Der spielt zu Hause, genau, spielt zu Hause. Ja. Ah, super. Meine Damen und Herren, da sehen Sie unsere Experten hier im Studio am Sonntag. SC Borgfeld gegen Lehe. Für Borgfeld ein sehr schweres Spiel. Ja, eigentlich müssen sie gegen Lehe jetzt meiner Meinung nach die 3 Punkte holen, die sie beim OSC-Spiel haben liegen lassen oder auch beim Hasstedt-Spiel. Ich glaube aber, es wird unentschieden ausgehen. Für Lehe reicht ein unentschieden auswärts bei SC Borgfeld. Sicher? Also Lehe mausert sich ja gerade, Platz 4? Ja, Platz 4, aber jetzt zum Beispiel nach dem Spiel bei ESC gab es auch das Interview mit dem einen Lehe-Spieler, dessen Namen ich gerade leider nicht weiß. Und da ging es eigentlich eher drum. Sie wollen gut oben mitspielen. Ich würde ganz gerne mal wissen, kann man 3 Punkte holen, die schon vergeben sind? Das ist, glaube ich, nicht möglich. Doch, das geht. Das geht. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Spiel, was knapp wird. Das wird irgendwie ein 2-1 vielleicht sogar auch. Aber ich tue mir gerade schwer zu sagen, für wen, deswegen sage ich einfach so ein Unentschieden. Weil also beide Mannschaften haben halt ihre Spezialisten, also Janik Leskersten, dann hast du den Taylor im Borgfeld. Und das die Tormaschine, halt, nicht zu vergessen. Ja, natürlich, Herr Lütschel ist halt... macht er ein Tor? Ja, 2. Wenn er spielt, 1. Bei Borgfeld frage ich mich ja immer, kannst du dort auch eigentlich, das ist ja das Wimmelstadion, kann man auch eigentlich mit dem Schiff dort angehen? Ja. Ja, Palama, schade, dass Sie letzte Woche nicht da waren. Genau, da waren diverse Hosen voll und es hat ja auch Gründe. Genau, da wollen wir doch jetzt einfach mal weiter gucken. SFL gegen BSC Hasstedt um 15.30 Uhr am Sonntag. Für BSC Hasstedt, die langsam wieder nach oben kommen. In dem Sinne, ihre Leistung, aber was Sie ja auch gesagt hatten vorher, Sie wollen oben an der Spitze angreifen, da werden Sie ja nicht mehr hinkommen, aber... Aber der schon entscheidende Spiel. Ja, aber auch Hasstedt ist jetzt so ein Gegner für viele Mannschaften, gerade SFL, oben dabei, haben auch einen Lauf, wo so Mannschaften wie, oder gerade Hasstedt auch gefährlich werden kann. Mhm. Weil sie ja Potenzial haben, durchaus. Sie werden jetzt nicht mehr ganz oben angreifen können durch die
durch den verpatzten Anfang, aber die werden auf jeden Fall gefährlich sein für den SFL. Also die ist einfach SFL, glaube ich. Genau. Ich sehe das anders. Nicht Sportfreizeit. Ich sehe das anders. Die SFL kann total tiefenentspannt an dieses Spiel rangehen. Die haben so viele Punkte momentan geholt, sind auf Platz 3. Die haben ja, selbst wenn sie verlieren, was sie nicht wollen. Also wenn sie verlieren, ist das für die kein Untergang. Wenn Hasstedt verliert, dann ist es halt schon wieder so, wenn es ganz dumm läuft, muss Hasstedt wieder nach unten gucken. Und SFL kann da wirklich ganz locker, entspannt rangehen. Und das bringt ihr halt vorwärts. Und ich sage, SFL gewinnt das klar 3-1. Genau, und jetzt sehe ich auf jeden Fall unsere Assistentin winkt gerade und sie möchte auch noch was dazu sagen. Dann bitten wir sie doch einmal ganz kurz rein. Alexa, Frage Late Night, was ist deine Meinung? Übung macht den Meister. Genau, die SFL hat diese Saison ja schon bewiesen, dass sie gut geübt haben. Und dementsprechend, wie gesagt, Rabenhausen spielt am Sonntag gegen ESC Gießen-Münde. Eine ganz kurze Einschätzung von Ihnen. ESC nimmt die 3 Punkte mit. ESC muss jetzt auch mal wieder zeigen. Sie müssen jetzt auch mal wieder zeigen, was sie können, was in ihnen steckt. Mhm. Und das werden sie aber auch. Ich glaube auch, dass sie gewinnen werden. Mhm. Rabenhausen hat eine Chance, weil? Weil die Schillers beide spielen und ESC halt jetzt sozusagen den Trend fortsetzt aus der Liga und aus dem Pokal. Macht der Trend halt nichts aus ihren Chancen. Trend, ja. Genau, der Trend ist ihr Friend und dann holt Rabenhausen 3 Punkte und geht sozusagen erstmal wieder ein bisschen Schritt Richtung Halle. Genau, meine Damen und Herren, am Dienstag, den 20.11. um 19 Uhr ist dann noch ein Spiel, Werder gegen TuS Schwachhausen. Ganz schwierig einzuschätzen, ist ja auch noch total lange hin. Wäre auch total Blödsinn, wenn wir jetzt über das Spiel reden. Machen wir ihn ganz kurz. Einen Tipp. Ja, sehe ich auch so. Kann man mal machen. Ein Tipp, nur den Tipp. 2-2. 1-3. Hattest du überhaupt gefragt zum FC Oberneuland gegen BTS? Nein. Toll. Ich werde 4-0. Ich hatte, glaube ich, 5-0 oder sowas gesagt. Meine Damen und Herren, BSV Late Night ist am Ende der Sendung Nummer 84 angekommen und wir möchten Ihnen nochmal ans Herz legen, diese tolle Kampagne Kein Platz für Rassismus und Gewalt, Fußballvereine gegen Rechts zu ist unterstützen. Auch eingeblendet. Auf Facebook oder auf die Webseite raufgehen. Es lohnt sich auf jeden Fall für alle und das ist ja auch das Wichtige. Und was sich für BSV Late Night lohnt, werden wir nächste Woche sehen und da werden Sie auch sehen, welche Spieler zu welchen Vereinen wechseln, denn nächste Woche hauen wir es einfach raus und ja. So sage ich wie immer auf die BSV, auf die Bremenliga, Prost. Danke. Prost.